Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Bis in das 16. Jahrhundert hinein sind der Abakus und das Rechenbrett auch hier in Mitteleuropa sehr beliebte Hilfsmittel gewesen, wenn Berechnungen durchgeführt werden sollten. In diesem Video soll es nun darum gehen, wie sich das Rechnen seitdem weiterentwickelt hat und welche Hilfsmittel man dafür genutzt hat. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass ab dem Ende des 9. Jahrhunderts, als das christliche Abendland in politischer Unordnung, wirtschaftlich am Abgrund und wissenschaftlich komplett unbedeutend war, die Barbaren einfielen, die man Mauren oder Sarazenen nannte. Die arabisch-islamische Zivilisation war zu diesem Zeitpunkt auf einem hohen kulturellen und wissenschaftlichen Stand und hatte insbesondere eine fortgeschrittene Mathematik. So hatte bereits um 825 der persische Gelehrte Al-Khwarizmi, der uns noch wieder begegnen wird, ein Buch über das Rechnen mit indischen Zahlzeichen geschrieben. Kurz vor der Jahrtausendwende lernte während eines Aufenthalts in Katalonien ein französischer Mönch, der spätere Papst Silvester II., diese Zahlzeichen kennen. Durch ihn erreichten diese eine gewisse Verbreitung in Europa. Außerdem entwickelte er mit seinen Schülern eine neue Form des Abakus, bei der anstelle der gleichförmigen Steine oder Kugeln unterschiedliche Steine verwendet wurden, auf denen jeweils das entsprechende Zahlzeichen notiert war. Man hatte also 9 verschiedene Steine, für die Null gab es keinen eigenen Stein, die mit den Ziffern markiert waren. Als Notation konnten dabei römische Zahlzeichen, griechische Buchstaben oder die indisch-arabischen Ziffern genutzt werden. Ich möchte auf diese Variante des Abakus hier nicht näher eingehen. Bemerkenswert ist aber insbesondere, dass mit ihr beispielsweise Multiplikationen viel einfacher und schneller möglich waren, wenn man zumindest das kleine 1x1 beherrschte. Mehr als dieses und elementare Additionen musste man dabei in der Tat nicht beherrschen. Im 12. Jahrhundert wird dann auch die Null eingeführt und etwa ab dem späten 13. Jahrhundert ist die Schreibweise der indisch-arabischen Ziffern weitestgehend einheitlich. Zuvor gab es da diverse Unterschiede und auch einige Kuriositäten, die sich vermutlich aus den bei dem neuartigen Abakus verwendeten Steinen ergaben, wenn man sie in gedrehter Form verwendete. Das neue System war vielen Leuten durchaus suspekt, vor allem die Null, und so war die Verwendung der neumodischen Ziffern zeitweise sogar verboten. Das Bild, das wir hier auf der Folie sehen, ist ein Ausschnitt aus dem Titelbild eines Buchs von Adam Ries, einem Rechenmeister, der im Jahr 1518 bereits ein Buch zum Rechnen mit dem Rechenbrett publiziert hatte. Im Jahr 1522 erschien dann sein nächstes Buch, ein Lehrbuch mit dem Titel Rechnung auf der Linien und Federn in Zahl, Maß und Gewicht auf allerlei Handierung. In diesem Buch erläutert er, wie man mit diesem scheinbar neumodischen System, das ja eigentlich schon mehrere hundert Jahre alt war, rechnen kann. Er verfasst dieses Lehrbuch bewusst in deutscher Sprache, um eine möglichst breite Leserschaft zu erreichen. Sein erstes Buch hatte sich insbesondere auch an Kinder gerichtet. Ähnlich wie bei den Schriften, die man erst einmal erlernen muss, wobei einem das Schriftsystem hoffentlich möglichst wenige überflüssige Hürden in den Weg stellt, muss natürlich auch das Rechnen überhaupt und dann auch noch mit diesem neuartigen System erlernt werden. Die beiden großen Hürden hier waren natürlich die neuartigen Zeichen für die einzelnen Ziffern, sowie das Konzept der Null, die eigentlich für nichts steht, aber einen vor ihr stehenden Wert verzehnfacht. Das kam vielen Leuten schon sehr eigenartig vor. Damit haben wir aber nun alle Komponenten zusammen, um auf den Abakus auch in seiner neuen Form verzichten zu können. Wir haben das Dezimalsystem mit seinen 10 Ziffern, darunter die Null, um die Leerstellen, wo also im Abakus keine Kugel liegt, zu kennzeichnen. Auf dem Bild sehen wir, wie da im Hintergrund jemand an einem Rechentisch sitzt und rechts jemand einfach einige Steine vor sich liegen hat. Die beiden sehen jemandem zu, der eine Berechnung mit den indisch-arabischen Ziffern durchführt. Welche Vorteile bringt dies nun mit sich und warum hat sich diese Art des Rechnens möglicherweise durchgesetzt? Wir hatten schon gesehen, wie man mit einem Rechentisch oder einem Abakus rechnen kann, indem man Münzen bzw. Kugeln nach bestimmten Regeln hin und her schiebt und so vergleichsweise einfach, vor allem ohne große geistige Anstrengung, Rechnungen ausführen kann, die man ohne diese Hilfsmittel nur sehr schwierig oder gar nicht ausführen könnte. Auch diese Hilfsmittel haben natürlich ihre Grenzen, was zum einen die Komplexität der Berechnungen angeht und zum anderen die Nachvollziehbarkeit. Wenn Kaufleute einen Rechentisch benutzten, war es nicht unüblich, dass zwei Leute nebeneinander saßen und dabei jeder ein entsprechendes Linienmuster vor sich hatte. Dann konnten beide unabhängig voneinander dieselbe Rechnung ausführen. Kamen beide zum selben Ergebnis, war man sich einig. Ansonsten musste man die Rechnung erneut durchführen, allerdings komplett von Beginn an. Man konnte sie auch Schritt für Schritt synchron durchführen und so nach jedem Schritt schauen, ob beide zu demselben Zwischenergebnis kamen, um so Fehler bereits während des Rechnens zu bemerken. Das alles war machbar, kostete aber natürlich entsprechend Zeit. Im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit finden allerdings einige Entwicklungen statt, die einen erhöhten Bedarf an Berechnungen nach sich ziehen. Ähnlich wie Jahrtausende zuvor bei den Sumerern Verwaltung und Handel es in zunehmendem Maß erforderten, dass Dinge aufgeschrieben oder berechnet wurden und damit ein Bedarf bestand, schneller und einfacher schreiben und rechnen zu können, modernisieren sich in Europa in dieser Zeit die Staaten und der Handel nimmt an Bedeutung zu. In der Konsequenz wird das Schreiben und Rechnen immer wichtiger. Und hier zeigt sich bald einer der Vorteile des neuen Systems. Schon mit dem neuartigen Abakus waren, wie bereits gesagt,
Multiplikationen einfacher geworden. Und dieser Vorteil bleibt bestehen, wenn man nun zu einem schriftlichen Verfahren übergeht. Denn unser Verfahren für die Multiplikation, das wir in der Schule lernen, entspricht im Grundsatz genau diesem Verfahren. Ein wesentlicher Fortschritt besteht darin, dass das Rechnen nun in demselben Medium erfolgt, in dem die Zahlen zuvor und das Ergebnis anschließend notiert sind. Beim Rechnen mit dem Abakus und den römischen Ziffern war es ja immer erforderlich, die Zahl zunächst einmal umzukodieren, also in eine andere Repräsentation umzuwandeln, eben von der Buchstabenfolge in ein Kugelarrangement und nach der Rechnung natürlich wieder in umgekehrter Richtung. Beides ist natürlich zum einen mit gewissem Aufwand verbunden und zum anderen fehleranfällig. Neben dieser Tatsache, dass wir nun alles in einem Medium durchführen können, bringt dieses Vorgehen aber noch weitere Vorteile mit sich, die man im Kern so zusammenfassen kann, dass das schriftliche Rechnen so etwas wie eine Art externes Gedächtnis ist. Diesen Begriff hatte ich im Zusammenhang mit den symbolischen Maschinen schon einmal verwendet. Damit ist gemeint, dass wir den menschlichen Geist dadurch entlasten können, dass wir bestimmte Dinge externalisieren, aber auch, dass wir bestimmte Aktivitäten, im weitesten Sinne Denkprozesse, in einer permanenten Interaktion mit unserer Umwelt ausführen. Das Denken findet in dem Sinn nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Und dabei zeigt sich, dass wir mit diesen Externalisierungen zu geistigen Leistungen in der Lage sind, die wir ohne sie nicht vollbringen können. Einfache Beispiele wie die Multiplikation zweier vierstelliger Zahlen, die die wenigsten von uns noch im Kopf ausführen können, hatten wir dazu schon angesprochen. Wir haben natürlich keine vollständige Externalisierung des Rechenprozesses, soweit sind wir hier noch nicht. Im Moment sitzt hier immer noch ein Mensch, der irgendwelche Operationen ausführt und der dabei auch immer noch denkt. Denn er muss hier immer noch gewisse Aufgaben selber erledigen, die eine Anstrengung des Geistes verlangen. Worin besteht nun die Unterstützung, die uns eine Externalisierung bieten kann? Konkret hier also, welche Art von Unterstützung bietet uns das schriftliche Rechnen gegenüber dem Rechnen mit dem Abakus? Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass bei der Durchführung der Rechnung die Spur des Rechenprozesses aufgezeichnet wird. Das klingt nach einer Kleinigkeit, macht aber einen gewaltigen Unterschied. Ich hatte im Video zu den symbolischen Maschinen schon einmal kurz nebenher so eine kleine schriftliche Multiplikation durchgeführt. Dort konnte man sehr schön sehen, wie der gesamte Rechenprozess stattfindet und auch im Nachhinein noch nachlesbar ist. Wenn ich hingegen mit dem Abakus rechne, kann ich meine Rechnung durchführen, aber am Ende weiß ich nicht, ob ich mich verrechnet habe. Die einzige Möglichkeit, das festzustellen, besteht darin, die komplette Rechnung von vorne bis hinten erneut durchzuführen. Beim schriftlichen Rechnen sieht das anders aus. Dadurch, dass wir die Rechnung auf Papier oder einem beliebigen anderen externen Medium, das es uns erlaubt, Schrift zu fixieren, wie beispielsweise einer Tafel, fixiert haben, können wir nun auch einzelne Teile einer Rechnung noch einmal überprüfen. So würde man sich vielleicht einen Teil herauspicken, von dem man weiß, dass er besonders fehleranfällig ist, weil eher schwieriger zu berechnen oder weil man weiß, dass man dort eine Schwäche hat und sich gerne vertut. Dann kann man gezielt genau diesen Teil noch einmal überprüfen oder auch von einer anderen Person überprüfen lassen. Man kann die Berechnung auch arbeitsteilig organisieren. Das heißt, verschiedenen Leuten jeweils Teilaufgaben zukommen lassen, die diese dann unabhängig voneinander bearbeiten können. Die Teilergebnisse kann man dann zusammentragen und so das Gesamtergebnis berechnen. Oder man lässt mehrere Leute die gleiche Rechnung parallel durchführen. Und wenn diese zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, kann man die Rechenwege vergleichen und den Fehler möglicherweise leichter finden, als wenn man die komplette Rechnung wieder und wieder durchführt. Vor allem aber können wir nicht nur das Resultat, sondern auch die Aufzeichnung des gesamten Prozesses aufbewahren. Und damit wird es uns möglich, Struktureigenschaften zu entdecken, weil wir gleichzeitig vor Augen haben können, wie zwei unterschiedliche Rechnungen Gemeinsamkeiten haben oder das gleiche Resultat ergeben. So können wir zum Beispiel feststellen, dass wenn wir 423 mal 396 rechnen, dasselbe dabei herauskommt, wie wenn wir 396 mal 423 rechnen. Das mag uns dann zunächst einmal erstaunen. Und dann stellen wir bei anderen Rechnungen etwas Ähnliches fest, was uns dann irgendwann vielleicht auf die Idee bringt, dass es so etwas wie ein Kommutativgesetz geben könnte. Es also egal ist, in welcher Reihenfolge die beiden Faktoren stehen. Oder wir führen bestimmte Operationen mal in der einen, mal in der anderen Reihenfolge aus und entdecken so das Assoziativgesetz. Hier haben wir dann den Übergang vom Rechnen zur Mathematik, der durch diese Schriftlichkeit und die Aufzeichnung des Rechenprozesses zumindest unterstützt wird. Natürlich lässt sich nicht nachweisen, dass die Schriftlichkeit auch notwendig war, um die Mathematik, die Algebra, die Analysis und so weiter entwickeln zu können. Vielleicht hätten derartige Entdeckungen auch auf anderem Weg gemacht werden können. Aber es ist in der Tat so, dass die Mathematik bis dahin zu guten Teilen auf Basis der Geometrie betrieben wurde, die ihrerseits natürlich wiederum gut externalisierbar, weil darstellbar ist. Die Mathematik in der Form, wie wir sie kennen, nimmt aber genau hier ihren Anfang und macht mit der neuen medialen Form einen Riesensprung nach vorne. All die abstrakten Berechnungen, wie wir sie heutzutage durchführen, mit den Symbolen, mit den Kalkülen, die wir benutzen, gab es damals einfach noch nicht. Dementsprechend wurde Mathematik damals noch ganz anders aufgeschrieben, Beweise auf eine so andere Art geführt, als wir das heutzutage gewohnt sind, dass auch ein Mathematiker erst einmal Schwierigkeiten hätte, diese nachzuvollziehen.
Während die Mathematik, vor allem dann, wenn Beweise geführt werden, sehr viele kreative Anteile hat, ist das beim Rechnen, das uns hier in erster Linie interessiert, keineswegs der Fall. Beim Rechnen beziehen wir uns wieder, wie wir das schon beim Abakus gesehen haben und wie ich das in abstrakter Weise bei den symbolischen Maschinen angesprochen habe, immer nur auf die Form und Anordnung der Zeichen. Die Reihenfolge der Zahlen spielt natürlich eine Rolle. Die Ziffernfolge 9,3 steht für eine ganz andere Zahl als die Ziffernfolge 3,9. Das ist uns völlig klar. Bei den Menschen im ausgehenden Mittelalter aber keineswegs so klar. In manchem Dokument und an manchem Haus und manchem Grabstein findet man abenteuerliche Kombinationen und auch Mischungen von römischen und arabischen Ziffern, die das deutlich zeigen. Das Rechnen in diesem physischen Medium, das wir nun also durchführen, besteht in einer Zeichenmanipulation, die nach festen Regeln erfolgt. Dabei ist genau festgelegt, was wir machen müssen. Wir müssen immer noch einiges im Kopf machen. Zum Beispiel bei der schriftlichen Multiplikation müssen wir das kleine 1x1 noch beherrschen. Die Addition der einzelnen Produkte, die bei der schriftlichen Multiplikation entstehen, müssen wir noch durchführen. Aber auch hier können wir uns das Leben einfacher machen, wie wir gleich noch sehen werden. Und wenn wir das tun, können wir die komplette Rechnung durchführen, ohne irgendetwas von Mathematik oder vom Rechnen zu verstehen. Alan Turing, einer der Pioniere der Informatik, der eine Reihe wichtiger Beiträge zur Mathematik und zur Informatik geleistet hat, hat das schon 1950 in einem Artikel Computing Machinery and Intelligence so ausgedrückt, dass der Human Computer, also der eine Berechnung ausführende Mensch, den festgelegten Regeln folgen muss und von diesen nicht abweichen darf. Und wie schon gesagt, wenn er das tut, kommt er auch garantiert zum richtigen Ergebnis. Der Mensch verhält sich im Grunde genommen also wie eine Maschine. Und das entspricht ziemlich exakt dem, was Sibylle Krämer in dem Buch Symbolische Maschinen schreibt. So sagt sie, dass wir lange bevor wir in der Lage dazu waren, solche symbolischen Maschinen zu konstruieren, gelernt haben, uns wie eine solche Maschine zu verhalten, die, wenn wir eben solche Formalismen ausführen. Wir haben gesehen, wie wir das Rechnen im römischen Zifferensystem oder auch in anderen Systemen mit Technik, mit Hilfsmitteln wie dem Abakus unterstützen können. Tatsächlich gelingt uns das auch beim indisch-arabischen Stellenwertsystem. Der weiterentwickelte Abakus, den ich ansprach, ist dann nur der Anfang dessen, was möglich ist. Ebenfalls ursprünglich aus dem arabischen Raum stammend, wurde über Italien eine Methode zur Multiplikation bekannt, die man als Multiplikation nach Art der Jalousien bezeichnet. Auf Basis dieser Methode entwickelte der schottische Mathematiker John Napier die nach ihm benannten Napierschen Rechenstäbchen, die er in einem Buch im Jahr 1617 erstmals vorgestellt hat. Diese Stäbchen wurden dann noch produziert und waren in kleinen Kästchen erhältlich, die man immer bei sich haben konnte. Der Taschenrechner der frühen Neuzeit sozusagen. Hier sehen wir ein solches Kästchen, in dem die einzelnen Rechenstäbchen enthalten sind. Wie man mit diesen Stäbchen rechnet, werde ich wieder in einem separaten Video zeigen. Hier nur ein paar kurze Anmerkungen dazu. Im Kern erlauben es uns diese Stäbchen, eine Multiplikation auf eine relativ kleine Anzahl von Additionen zurückzuführen. Wo wir bisher noch das kleine 1x1 beherrschen mussten, ist dies nun nicht mehr erforderlich, da dieses, wenn auch in zunächst etwas ungewöhnlicher Form, auf den Rechenstäbchen aufgedruckt ist. Die Kopfarbeit ersetzen wir also durch einfaches Ablesen. Betrachten wir zunächst einmal ein einzelnes von diesen Stäbchen. Das ist auf allen vier Seiten beschriftet, von denen bei jeder Rechnung aber immer nur eine, die nach oben liegende, Seite interessiert. Auf jeder Seite stehen die Vielfachen einer einzelnen Ziffer. Hier haben wir nun also beispielsweise die 4, dann haben wir darunter in der ersten Zeile noch einmal die 4 stehen. Die durchgestrichene 0 soll uns hier nicht interessieren, sie wird für die Division benötigt, die wir uns hier nicht ansehen wollen. Darunter steht in der zweiten Zeile die 8, also 2 mal 4, darunter in der dritten Zeile die 12, also 3 mal 4 und so weiter, bis schließlich in der neunten Zeile die 36 steht, also 9 mal 4. Dabei ist die Schreibweise etwas ungewöhnlich, weil in jeder Zeile das Kästchen durch eine diagonale Linie unterteilt ist. Oberhalb dieser Diagonalen steht immer die Zehnerstelle des jeweiligen Produkts. Bei 3 mal 4 hier beispielsweise in der dritten Zeile wäre das also die 1, unterhalb der Diagonalen steht dann entsprechend die eine Ziffer des Produkts, hier also die 2. Das ist also ein bisschen komisch notiert, aber man kann das fast normal lesen, weil die Ziffern ja fast nebeneinander stehen. Alle Produkte einer einzelnen Ziffer stehen also untereinander. Hier alle Vielfachen von 4, auf einer anderen Seite alle Vielfachen von 7, auf der nächsten alle Vielfachen von 5 und auf der letzten Seite alle Vielfachen von 2. Auf den anderen Stäbchen sind auch die Vielfachen der übrigen Ziffern zu finden, und zwar jeweils in unterschiedlichen Kombinationen, sodass ich hoffentlich mit einer geschickten Kombination meiner Stäbchen jede beliebige Zahl legen kann. Um nun zwei Zahlen zu multiplizieren, stelle ich mir aus den Stäbchen einen der beiden Faktoren entsprechend zusammen. Für die Zahl 9256 beispielsweise kann ich mir dann eben die Stäbchen für die 9, die 2, die 5 und die 6 heraussuchen und so nebeneinander legen, dass ich die Zahl hier stehen habe. Wenn ich diese Zahl beispielsweise mit 4 multiplizieren möchte, muss ich hier nur die vierte Zeile angucken und kann das Ergebnis fast ablesen. Ich würde dann hinten anfangen und die letzte Ziffer notieren, das wäre eine 4. Dann lese ich den Wert oberhalb der Diagonalen ab, eine 2, und addiere dazu den Wert, der diagonal darunter steht, das ist eine 0. Also notiere ich an zweiter Stelle von hinten die 2. Hier sehen wir jetzt die Jalousien, nach der das Verfahren ursprünglich benannt ist. Die Jalousien verlaufen entlang dieser Diagonalen.
Dann nehmen wir wieder den nächsten Wert oberhalb der Diagonalen, die 2, und addieren dazu den Wert links, diagonal links unterhalb, eine 8. Das ergibt 10, sodass ich mir nun 0 notiere und 1 als Übertrag merke. Als nächstes habe ich nun 0 und 6 plus den Übertrag, insgesamt also 7. Und schließlich habe ich hier noch die 3. So habe ich als Resultat nun die Ziffernfolge 3, 7, 0, 2, 4. 9256 mal 4 sollte also 37.024 ergeben. Ihr könnt ja mal nachrechnen, ob das auch stimmt. Etwas ausführlicher zeige ich das, wie gesagt, noch einmal in einem separaten Video. Da wird dann auch zu sehen sein, wie man zwei mehrstellige Zahlen miteinander multipliziert. So können wir eine solche Berechnung also durchführen, indem wir einfach über diese Diagonalen addieren. Wir haben dann eine Multiplikation durchgeführt, obwohl wir hier eigentlich nur die richtigen Stäbchen herausgesucht und arrangiert haben, dann Werte abgelesen und addiert. Insgesamt haben wir dabei nur sehr einfache Operationen ausgeführt, die wenig geistige Anstrengung erfordern, vergleichsweise schnell vonstatten gehen und bei denen man sich auch nicht so leicht verrechnet. Damit haben wir also ein recht wertvolles Hilfsmittel an die Hand bekommen, mit dem wir solche Berechnungen zuverlässig und schnell durchführen können. Eine gewisse Sorgfalt ist dabei natürlich vonnöten und wir müssen uns immer strikt an die Regeln halten. Eine ganz andere Art von Hilfsmittel sind Multiplikationstabellen. Dabei handelt es sich gewissermaßen um Zahlenlexika. In einem Buch sind kurzerhand alle Multiplikationen mit ihren Ergebnissen abgedruckt. Möchte ich nun beispielsweise 847 mal 365 berechnen, muss ich mir die entsprechende Seite im Buch heraussuchen, dann die Spalte für den einen Faktor und dort dann die Zeile für den zweiten Faktor. Dort kann ich dann das Resultat 309.155 direkt ablesen. So wird die Multiplikation nun gänzlich zu einem einfachen Ablesen, das allerdings natürlich auch mit einem gewissen Aufwand beim Nachschlagen verbunden ist. Außerdem muss es das passende Buch geben und man muss es griffbereit haben. Fehleranfällig ist auch dies, und zwar einmal beim Ablesen, wo man sich eventuell in der Zeile oder Spalte vertun kann, und zum anderen schon bei der Erstellung, wo sich der Autor verrechnet oder der Drucker eine falsche Ziffer abgedruckt haben kann. Solche Werke gab es nicht nur für Multiplikationen, sondern auch für zahlreiche andere Funktionen, wie beispielsweise die Winkelfunktionen. Das soll es zum Thema des schriftlichen Rechnens und der Hilfsmittel zur Unterstützung bei dieser Tätigkeit gewesen sein. Das war es für den Moment. Tschüss, bis zum nächsten Video.